Herzlich willkommen zurück bei Ark Together. Ja, hi. Kampfkeksi hat immer noch einen Herzinfarkt und wir sind immer noch am... Was waren wir machen? Keine Ahnung. Hatte ich sie auch noch erschreckt. Ja, läuft er da plötzlich einfach lang mit seinem T-Rex und ich sehe da nur den Schwanz langlaufen und dachte so, fuck. Jetzt ist alles vorbei. Ja. Ja, da hat sie nur diesen riesigen Cock gesehen. Was? So, wir schmeißen die Narcos hier mit rein, denn wir haben kein Spoil-Meet. Ich hab ein Level Up. Money ist leer? Ja doch, soweit. Wir können wieder weiter zum Abriss gehen. Oh mein Gott. So viel haben wir nicht mehr. Oh, ich glaube, ich muss... Alter, ich brauche Urlaub. Ich kündige. Du hattest erst Urlaub. Ich will nicht mehr. So. Für 2 Minuten. Ja. Oh, ich kann mir die Winterklamotten machen. Ich bin begeistert. Pelzrüstung? Ja, ich kann mir auch diese Metallkacke alles machen. Ich mach das halt aber cool. Ja, du solltest die Spitzhacke und so machen, auf jeden Fall. Und auch die Axt. Oh, Crossbow kann ich auch machen. Oh, nee, doch. Ich hab 41 Punkte immer noch. Was ist Tripwire? Brauchst du nicht. Okay. So, diese Klamotten mache ich noch nicht. Sattel mache ich auch nicht. So, jetzt gehen wir das nächste Holzhaus abreißen, da unten am Wasser. Hallo? Nein. Eine Smoke Grenade kannst du auch machen. Bringt die was? Nein. Achso. Lass meinen Bunker stehen. Sind hauptsächlich alles gerade PvP-Items. Okay. So. Wir sind auf PvP, glaube ich, eingestellt. Oder sind wir PvE eingestellt? PvP. Egal. Das heißt, wenn ich aus dem Tribe rausgehen würde, könnte ich euch alle boxen. Hey, du kannst das auch so bonzen. Bonzen, Alter. Boxen. Aber ich glaube, ja, ich bin bonzen. Bonzen. Dann wäre es aber so gesehen legitim, euch zu töten. Dodo. Hey, warum bin ich denn nackt? So. Wir wollten einen Kessel. Bei deiner Rüstung zerstören, Madame. Was sollen der schon? Damit Farbe und Co. hergestellt werden kann. Oh, ich kann mir Farbe, Kibbel. Was genau. Brauche ich dafür? Fiber. Ich habe nicht genug Fiber. Wo haben wir dich? Da haben wir dich. Ja, wir bist einfach nicht fiberlastig genug. Steinsetch. Nee, aber ich kann mir Handschuhe. Wood machen. Und Flint. Steine haben wir hier nicht mehr in der. Alter, da hinten kommt so ein Kackvieh. Schnell weglaufen. So ein Kackvieh halt. Das ist ein Kackvieh. So ein Elli. Elli? Deine? Ach, Raptor. Ja, genau. So ein Elli. Das ist der einzige Raptor-Name, den ich mir gemerkt habe. Also wenn wir Elli aufgeben müssen, dann ne, nennen wir die nächste auch wieder Elli. Ja. Elli 2. Gut eingewöhnt. Nein, das wäre dann. Oh, 1. Da ist ein Skorpion. Ja, irgendwie so nennen wir das auch. Flint brauchen wir. Flint, wir können uns nicht bewegen. Das sind Mammuts. Holz raus. Welches Level habt ihr so? Mammuts? Flint. Nichts an Flint. Dann müssen wir zu uns, denn da haben wir ganz viel Flint. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir nicht das Mammut zähme. Elli. Das ist Level 58. Elli wird sich kein Stück bewegen mit dem Gewicht. Taubi. Also lohnt sich schon so wirklich, den zu zähmen eigentlich. 58 ist ein schönes Level. Das wird ziemlich lange dauern. So. Nein! Nein, fick dich! Ich hab ja genügend Trank Money mit. Nein. Fick dich, du Bald kleines dann. Mistvieh. Hä, hey, du. Hä? Hey? Der will mir gar nicht. Okay. Ist das ja Fuck. Süß. Bein da. Alle in den Po geschossen. Und Flint. Und ins Gesicht. Bin ich gemein, weil ich einen Mammut ins Gesicht schieße? Nein, das ist okay. So. Da haben wir die 5 auch schnell geholt. Juhu. Geh auf, du scheiß Tür, lass mich da rein. Juhu. Ich beende das Let's Play. Kein mehr. Ich kann nicht mehr, du. Juhu. Oh Gott. Juhu. Ab nach Hause ohne Pause, ich hab Hunger. Taubi? Gut. Es rennt weg. Neue Mechanik nervt echt mit diesem Wegrennen. Holz. Crafting. Ich bin zu alt für dieses Spiel.
Mammut, du hast deinen Arsch im Weg. Wenn du zu alt wärst, dann bin ich ja noch viel, 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 viel zu jung. Und Level Up, sehr gut. Also ich weiß ja jetzt nicht, wie du das machst, aber es läuft anscheinend. Ja, kannst mal sehen, ja. Ja. Deswegen ja, so alt finde ich noch, bin ich noch gar nicht, oder? Oder? Scheiße. Mal auf die Uhr schauen. So. Okay. Schmeißen wir die vier Flint hier mit rein. Ich will jetzt auch irgendwas Langweiliges machen. Ich glaube, ich baue doch an dem Kram weiter. Was willst du bauen? Irgendwas. Hauptsache es ist... Du brauchst doch ein Häuschen. Na, das mache ich nicht im Dings. Ich weiß, ich bin sowieso niemals hier privat online, aber... So. Wo hauen wir denn die Kochstelle immer hin? Dirk Mammut. Geh an, Feuer. Hauen wir sie da hin. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich gucke jetzt dem Feuer zu beim Braten. Das macht nichts. Ich kann das. Hier sehen Sie eine Keksi in Unterhose. Ach ja, ich muss mir Klamotten machen. Ist hier irgendwo Hide drin? Ja, ne? Nee, so. Doch, hier ist ein bisschen. Ich nehme mal das Hide, mach mir alles fertig. Ja, klar. Ich brauche Fiber. Ausgenockt. Ist auch in den Schränken ganz hinten in der Ecke der. So, ich geh jetzt mal kurz Beeren holen von uns. Ich nacki da ja. So, dann Freunde. Dann benutze ich Archie. Hemd muss ich nicht neu machen, das habe ich. Die muss ich auch nicht neu machen, das muss ich neu machen. Das Problem ist nur mit den Mammuts, die müssen wir ein bisschen nah ranstellen dann nachher, ne? Damit sie noch mit... Dann kannst du nur doch immer noch einen weiteren Trog bauen. Fleischfresser-Trog ist auch Bären. Achso, ja dann. Hä? Was ist das? Schau mal eben. Ja, doch, sind. Und ganz viel Fleisch. Ganz Nein! Viel Fleisch. Oh Mann. Kann ich das abbrechen? Abbrechen! Was? Ich hab's schon aus Versehen repariert. Ich wollte es rausschmeißen. Ich hab's aus Versehen repariert. So, Level 44 haben wir auch schon. Nö. Okay, jetzt können wir ja einmal den Tommy benutzen, denn mit dem soll man auch mega gut farmen können. Wenn und mal... mehr. Ja. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Wir wollen das jetzt mal ausprobieren. Ich Sesam, finde, öffne dich. Ich denke immer so, es ist immer so eine Ansichtssache. Ich glaube, dass Rike und Stego, glaube ich, dieselbe Sternenanzahl hat in Bärensonne. Keine Ahnung, da. Ich bin aber der Meinung, dass der Stego es einfach besser kann, weil der stellt sich einfach in die Mitte von einem Feld, macht einmal rechts und links und fertig ist. Der Trike hat dafür ein 360 Grad Trefferradius teilweise. Ist auf jeden Fall 180 Grad vor ihm. Trifft da alles. Ich bleib hier so, wir stellen uns einfach mal da rein und dann schauen wir doch mal. Mach nichts mehr heute. Ich bin für dieses Spiel nicht gemacht. Jo, ach, ich habe gerade den Raptor gefunden. Ich habe auch so gesehen, das Fiber mitgenommen. Und Cloud. Geht gut. Sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Oh, aber wenig Energie hat er. Nur ein bisschen langsam ist er halt, ne? Ja, ich hau mal ein bisschen mehr in Stamina. Na gut, so viel ist er dann doch nicht aufgestiegen. Ich habe doch gesagt, dass die ganzen vorgezähmten Tinos, die wir jetzt haben, alle nur so um die einen Punkt kriegen teilweise. Das ist ganz voll nervig. Schlecht, ja. Ja, das ist richtig nervig. Ich glaube, mein T-Rex kriegt, glaube ich, immer nur 2 Punkte. Das heißt, unbedingt Dinos tauschen. Oh ja. Ab wann kann ich mir selbst Ammo machen? Level 35. Oh Mann, das dauert noch 6 Level. Bis was? Bis ich mir selber Ammo machen kann. Also, möchtest du schnell leveln? Es kommt drauf an, was ich da für Spannendes tun muss. Du schnappst dir ja gleich den T-Rex, den ich ablade, packst ihn auf das Floß, ja, fährst rüber auf die Insel und drehst da deine Runden. Und tötest alles.
Und ich krieg dabei keinen Herzinfarkt? Ey, weißt du, was richtig geil ist? Wenn du rumläufst mit dieser Rifle, du hast sie nur in der Hand, ne? Also du guckst nicht da durch. Dann, wenn du auf die Bäume hältst, siehst du die Bäume. Und wenn du auf, weißt du, durch dieses Ding. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja. Das ist richtig geil. Es reflektiert. Nee, nee, das ist so, dass du es so da durchguckst. Jetzt sehe ich den Berg, der vor mir ist, da durch. Jetzt ein paar Bäume. Das ist richtig geil. So lang und so lang. Voll detailreich, Alter. Ich brauch Bären. Da, jetzt sehe ich meinen Mammut. Ist ja geil. Aua. Okay, gleich wieder umdrehen. Wird interessant. Gib mir die ganzen Macho Berries. Alter, jetzt ein Wodka. Ich bin fast drüber weg, es geht schon wieder. Ist nicht mehr ganz so schlimm. Nicht mehr ganz. So. Ja, ich finde, der Stego macht seine Sache zwar gut, aber er braucht echt mega lange. Außerdem hat er recht wenig Ausdauer. Ja. Und er ist super langsam. Was ist mein Essen gegenüber dem Trike. Ja, wir wissen, dass du ein Trike-Fan bist, fast. Ich bin ein Trike-Fan tatsächlich, weil ich mag es mehr als ein Stego. Ach, was mache ich denn da? Na gut, Nonplusultra ist sowieso, wenn eigentlich Bronto. Bronto ist ein Gott im Bärenfarm. Das ist doch mal ein Bild. Außerdem kann man eine Basis auf seinem Rücken bauen. Ja, habe ich auch schon irgendwie drüber gelesen gehabt, glaube ich. Ja, es geht auf vielen Dinos. Eines Tages haben wir das auch. Ist doch so, Plattform-Sattel kommen alle auf Level 85. Ui, das dauert noch. Dann wissen wir ja, wer den zuerst hat. Dark-Reihe. Warum steht hier eigentlich so eine Nähmaschine oder was das ist? Das ist keine Nähmaschine, das ist der Fabricator, aber da kann man auch drin Sachen bauen. Ich bin Level 71 übrigens. Ah, ich bin Level 29. Nee, wir brauchen noch ein wenig. Aber wenn ich überlege, ich habe mit Folge 19 die Aufnahme angefangen, ne? Nein, 22. 23 war die erste Folge, die wir aufgenommen haben heute. Nee, ich meine mein Level. Ja. So sieht's aus, da hast du recht. Also erstmal schön nice 10 Level gemacht. Hat. Wenn du auf die Insel gehen würdest dort, dann könntest du... Ich gehe heute nichts mehr jagen. Oh. Ja, außer Bären, ich sammle ein paar Bären. Ja, Heimer. Du fliegende Ameise, Gott ey. Ich habe Pupu gemacht, das war jetzt auch das Spannendste für diese Folge. So, wir parken den Tommy wieder. Ich gucke mir jetzt die Häuser an, die hier gebaut hat. In Alphas war ich ja schon, jetzt gucke ich mir Kirbys an. Guten Tag. Was ist das da hinten? So. Ach, keiner so, da. Der war einfach nur pink, der Parasaurus. Dann lernen wir mal aus. Frage mich, ob der Giga immer noch auf dem Berg ist. Jo, okay, haben wir doch gut was. Einwanderungsbehörde, zeigen Sie mir Ihre Papiere. Keiner da. Leck mich. Oh. Es geht. Sogar hier sind so Trennwänden, hier ist so ein Feuer. Ja, Kirby hat etwas aufwendiger gebaut. Huch, ich bin durch die Leiter gelaufen. Ja, doch, bisschen Mühe muss man sich ergeben. Nein, einfach hinklatschen und froh sein, dass es da ist. Ich drück doch eh! Den Rest können wir enthalten. Nee, die Narkobären nehmen wir nochmal raus, natürlich. Warum? Und mein Kühlschrank. Achso, ich muss das. Ah, ich verstehe. Warum habe ich denn jetzt geschossen? Ich habe auf deinen Boden geschossen. Warum? Das hat gerade voll gebackt. Das hat gerade voll gebackt bei mir. Ja, kann geleckt haben. Ja, ich bin. Zuerst bin ich nicht hochgekommen. Immer wenn ich E gedrückt habe, hat er meine Waffe ausgerüstet. Und dann bin ich hochgekommen. Dann hast du Q gedrückt. Na, ich kann doch wohl E von Q unterscheiden. Oh, guck mal hier. Gerade eben so kriege ich das hin. Ich passe nicht durch die Tür. 1, 2, 3, 4. Ich komme auch nicht durch die Tür hier. Ich glaube, es leckt gerade total bei mir. Hallo? Ich komme nicht durch die Tür. Ich bin zu fett. Welche oben? Ja. Nein, da musst du mit C. Die ist leider abgesackt. Keine Ahnung, warum. Ah. Ich
mir ganz in den Kopf gestoßen. Das geht auch nicht. Ja, genau, die ist irgendwie abgesackt. Ich weiß nicht warum. Also. Das ist irgendwie ein Bug, ist das. Ja. Das ist bei mir in der zweiten Etage genauso. Du hast eine zweite Etage? Weiß ich noch gar nicht. Ich setze mich jetzt. Ich habe keine zweite Etage. Da hinten ist blau. Ach so. Ach ja, nur zur Information: mein neues Mammut ist schwarz von der Farbe. So. Doch ist es nicht neu. Eben, ich jetzt, kann viel passieren. Ich sitze jetzt das hier auf der Veranda. Ups! Ich werde jetzt einfach hier nur die ganze Zeit stupide weiter sitzen. Jetzt angestellt? Ich drücke auf K und das erste, was so gezeigt wird, ist mein Schritt. Du musst erst mal lachen. Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Ach, schon wieder die. Na, nehmen wir mit. Hast du denn wenigstens deine Hose repariert oder warst du ein Panty-Shot? Nee, ich habe eine Hose. Tatsächlich. Okay, dann warst du kein Panty-Shot. Ich habe nur noch ein Pfeil. Oh, da sind noch mehr Mammuts. Welches Level seid ihr so? Da hinten wäre auch noch mal blau. 4. Aber da 6. werden wir niemals schnell genug sein. Der Giga lebt da immer noch. Welcher Giga? Da, wo wir gewohnt haben? Nein, der auf dem einen Berg, den du das eine Mal gefunden hattest. Wo doch nur sein Hintern rausgesteckt hatte. Da treibst du dich rum. Oh, ich hab hier gerade so ein Ach, du bist mit dem Flugsaurier Geräusch. Unterwegs, ne? Ja. Ja, das ist ja kein Wunder. Es hatte mich einfach nur interessiert, ob der schon despawned ist oder nicht. Oder ob der weggewandert ist und ist er noch nicht. So. Ja, wo bin ich denn jetzt? Ich hab mich in deinem Haus verlaufen. Wie kannst du dich in einem Haus verlaufen? Ich weiß es nicht. Vor allem so riesig habe ich jetzt nicht gebaut. Ja, ich hab schon rausgefunden. Ich bin zu spät abgebogen. Ach so. Bin ich zu den Dingsens gelaufen, zu den Schränken. Ah. Ach ja, woran ihr euch nachher später gewöhnen könnt, ist, ihr dürft 5 hochbauen. Oh. Stockwerke oder Wände meinst du? Wände 5 hoch. Wieso? Warum das denn? Weil die größte Lagereinheit, ja, nämlich 5 hoch ist. Das baue ich an. So 4x4 Raum. Ich habe ein Silo gebaut. Ja, echt. Ich habe Silo verstanden. Ja, wir bauen ein Silo. Und die müssten 2 Foundations breit sein. Okay, das ist wirklich auf der anderen Seite. Wolltest du dann doch probieren? Ja. Guten Tag, Einwanderungsbehörde. Guten Tag. Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Geht nicht. Bin schon wieder am Munition. Hier haben wir was. Basteln. Ach so. Ja, das ist Schmiergeld. Das lasse ich durchgehen. Wofür? Stirb. Frag mich gerade. Ach, es war halt gerade nicht gebuggt bei Kirby drüben. Da war ich aber nur zu blöd. Ich hab's jetzt verstanden. Ist okay. Welche Munition ist jetzt da drin? Das frage ich mich jetzt. Mhm. Schöne zweite Etage. Schön. Normal. Da ist nicht viel. Nö, ist gar nichts. Du mit deinem Licht auf dem Kopf, Alter. Ja, bei uns ist auch noch nicht viel in der zweiten Etage. Du leuchtest, Junge. Du bist ein Tannenbaum. Hallo? So. Es ist so eine richtig behinderte Lache. Ich hab mich gerade gefreut. Es war schön. Oh, jetzt weiß ich wieder, wie man markiert. Wenn du hier stehen bleibst, levelst du sogar. Echt jetzt? Ich bleib hier stehen. Weil ich stell gleich Schießpulver her. Oh. Alpha macht ganz spannende Dinge, da müssen wir erstmal zugucken. Eigentlich mach ich nichts Spannendes, du kriegst halt EP dafür, ne? Boah, geil. Kann ich mir das angucken? Oh, wir sehen unsere Base gar nicht, so neblig ist das gerade. Jetzt eher. Oh cool, ich kann da zugucken. Ding, 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 ding. So, Ellie, bleib mal hier stehen, du hast Fleisch. Na, das war ja nicht viel. Das ist jetzt das Sparkpower, ich hab Vordergrund bleibt. Was die Kleinen da rausgerückt haben. Zu dem Blauen hinterm Haus renne ich nicht. Hier, schenke ich dir. Aha! Hey, das soll ich dir mit einer Nahkugel nehmen? Wir sind nicht lebensmüde. Ihr nimmt jetzt voll Platz weg. Das ist richtig praktisch. Wenn wir da jetzt noch eine reingelegt haben, dass man das mit Trankern kombinieren kann. Nein, dann irgendwann doch nicht zweimal denselben Pilz. So. Ja. Oh. Großartig. Alter! Mal auf damit! Irgendwie ist das scheiß hackelblöd. Oben sind die. Ich find mich so lustig. Piepmätze. Das ist schön.
Hallo? Das ist Tilly, wo ist... Ach, da ist unser. Ich schenke dir meinen ganzen Müll. Das ist so nett von dir. Oh, wie liebensgewürzig. Ja, ne? Ich bin so nett. Es ist so neblig. Ja, mega. Ich kann nicht mal fünf... Na gut, auch fünf Meter weit kann ich gucken. Oh Gott. Achso, wir können doch mal kurz das was den Punkten ewig, gucken. Ich hab echt Schmerzen, ne? Nur Schmerzen? Ja. Oh, willst du drüber reden? Nein. Willst du drüber reden? Mach dir auch noch die Tür zu, krieg Angst. Ich guck mich mal eigentlich um. Eigentlich sind diese Tretschen, oh, was sind das denn? Was sind das denn für Eier? Polymer und Electronics braucht man später, ne? Keine Ahnung, ja. Das sind die, die ich gesammelt habe. Arjun Tavis Egg. Das sieht voll süß aus. Polyminorous Polymer Egg. Hey, ich bin ja hier drauf gespannt, witzig, dass wir das endlich schaffen. Ich kenne ja immer nur Dodo-Eier und die sind lustig, unlustig. Weil wir lernen die mal hier. Was? Nein. Was lernst du gerade? Die kriegt Chitin-Leder-Rüstung erstmal. Ja, und brauchst du sowieso, also glaube ich, musst du sogar gelernt haben für die Flag. Mhm, Polymer und Electronics haben wir erstmal gelernt noch. Ja, auch sehr wichtig. Was du brauchst, wenn du einen richtigen Kühlschrank bauen möchtest. Okay. Oder ein Generator. Ja, Lampen und so kann man leider noch nicht bauen, wenn man so klein ist wie wir, glaube ich. Ich müsste Lampen können. Das hast du Spaß, ne? Ja. Solange schön. Wir da eines Tages noch hinkommen. Kostet aber alles Strom und das heißt Benzin. Okay. Benzin ist momentan bei uns rar. Weil die keiner von uns sich im Schneegebiet traut. Ja, ich? Nee, hm. Ich? Ja, du Schwein. Na, es geht so ein bisschen. Ich hab vor, aber ich hab so einen. Guck mal, so einen. So einen Pferdemund. So einen Fabricator können wir ganz gut gebrauchen. Hab ich. In deiner Hütte brauchst du den ja noch. Deine EP müsste ich genau. Mittlerweile. So, das reicht erstmal. Die Restpunkte behalten wir wieder. 64 Stück. Haben wir noch. Ich hab momentan. Kackbratze. Das nächste Level-Up ist nämlich 149. Auch bald. Es geht von Viertel bin ich jetzt ungefähr auf halb. Also. So. Und wie ihr seht, es ist soweit. Die Aufnahmesession. Es ist vorbei. Ja. Aus und vorbei. Junimond. Ja. Ne, hier oben. Huch, ich muss es sehen. Ups. Ist vorbei. Ja. Ja, wir freuen uns. Warte. Was denn? Was? Hör auf! Nein, nein, ich wollte Keksi nur kurz noch Munition geben. Ach so, ja, das könnt ihr ja so machen. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und freuen uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Aufnahme dabei seid. Bei Ark Together. Wir bedanken uns recht herzlich bei euch und bis dahin. Ciao. Tschüss.